Also die Infrastruktur ist schon mal ziemlich gut hier bei uns. Das ist wunderbar. Hier sollten wir eigentlich immer einen Weg irgendwo hinfinden. Wow, 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 wow. Nicht gut. Hallo und willkommen zurück zu Ark Fjordur. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Freut mich mega, dass Ark wieder so gut bei euch ankommt. Also wir sind hier alle noch nach wie vor große Ark-Freaks, habe ich das Gefühl. Ich merke ja jetzt erst beim Spielen so richtig, wie mir Ark gefehlt hat. Also super, dass wir mal wieder hier unterwegs sind. Und ich habe auch schon jede Menge Pläne, wo wir heute überall hin müssen. Ich glaube, da ist wieder ein Alpha-Raptor unten im Busch. Deswegen habe ich mich jetzt in letzter Zeit gar nicht so richtig rausgetraut. Vielleicht müssen wir uns hinten noch eine Treppe hochbauen oder so. Aber die Raptoren machen mir echt Probleme. Da hinten ist ein super cooler Stego unterwegs. Also es gibt ziemlich viel, was wir hier noch tun könnten. Und als erstes müssen wir wahrscheinlich dann erstmal sterben und diesen Alpha-Raptor irgendwie loswerden. Mit vollem Körpereinsatz weglocken oder so. Mal gucken. Bevor wir loslegen, habe ich aber noch einen Geheimtipp für euch. Und zwar gibt es gerade 15% auf alles im Merch-Shop. Das heißt, wenn euch irgendwas fehlt, ein cooles Shirt, ein Mauspad oder was auch immer, schaut da mal rein. Lohnt sich. Im Moment alles relativ günstig. Ich glaube, wir müssen mal öfter tanzen, ne? Es gibt so viele coole Tanzi-Modes. Was auch immer das für ein Tanz war. Okay. Wir legen jetzt los. Da hinten ist irgendwie so ein Vogel bei uns unterwegs, ne? Was macht denn der hier eigentlich? Wo ist der überhaupt? Da ist er jetzt. Hey Chick, was geht? Hesper. Aua! Au, au! Okay. Alles gut. Vielleicht sollten wir ein bisschen vorsichtiger sein. Wir sind hier in Ark. Die Tiere sind nicht unbedingt freundlich. Stone Arrows? Haben wir nicht geladen. Okay, wir haben die richtigen geladen. Wir können den Vogel einfach mal schlafen legen, dass der nicht ganz so aggressiv ist, ne? Mal gucken, ob der müde wird. Bist du müde? Ich glaube, er ist noch nicht müde. Ich glaube, er sucht Streit. Sie sucht Streit, ne? Schlaf jetzt. Schlaf jetzt. Ich habe Angst, dass sie gleich. Oh, ich kann das auch. Ich sag's dir. Ich kann das auch. Ich weiß nicht, wer gewinnt. Der Vogel oder ich? Ich traue mich jetzt nicht, dann noch einen Pfeil reinzujagen. Ja, genau deswegen. Okay, tut mir leid, Chick. Das war nix. Ich glaube, für die Hesperonis brauchen wir Darts. Die Pfeile, die tun halt ziemlich weh, ne? Okay. Oder wir versuchen das mit einem Bogen. Da wäre es vielleicht ein bisschen einfacher als mit der Armbrust. Da unten ist so ein Riesenstego. Was machen wir denn zuerst? Ich glaube, wir gehen erstmal raus und gucken so ein bisschen. Wir nehmen noch so ein wenig Narkotik mit. Gucken wir mal, was wir da haben. Wir haben noch 66 Narkotiks am Start. Und ich glaube, wir haben auch noch Beeren, ne? Wir gucken mal fix nach. Holly? Ich lasse Holly Horn hier zu Hause stehen, weil ich will Holly Horn nicht verlieren. Das wäre nicht so cool. Wir brauchen sie zum Farmen. Das heißt, momentan hat die noch einen absoluten Schutzstatus bei uns und steht da hinten, dass sie nicht von den Alpha-Raptoren gefressen wird. Vielleicht überlebt die das da hinten. Mal gucken. Da war nämlich gerade wieder einer vor der Basis. So. Wir stellen mal noch so ein paar von den Narkotics her. Ach, die sind eh noch am Craften. Das dauert ewig. Go, go. 165. Auf geht's. Wir haben ein bisschen was dabei, das heißt, wir können so ein paar Pfeile noch herstellen. Können wir eigentlich auch direkt machen, ne? Drank, 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 drank. Drank Arrows. Stell mal. Ist nicht. 30? Und dann müssen wir erstmal neue Pfeile wieder herstellen. Wir schleichen uns jetzt darüber. Da unten lief schon wieder irgendwas. Ein Lystro. Und dann checken wir mal den Stego ab. Da unten waren vorher auch Alpha-Raptoren und dann gibt es ja auch noch den T-Rex. Da müssen wir auch aufpassen. Das ist so schön hier. Also, die Map gefällt mir ultra gut. Total schöne Location. So, bist du bald mal fertig hier? Das dauert ja ewig. So, dankeschön. Jetzt gucken wir mal, was da unten abgeht. Wir sagen mal dem Stego Hallo. Der ist nämlich super bunt und bunt ist gut. Hey du, ein Tech-Stego, Level 60. Weiß nicht, ob sich das lohnt. Die Farbe ist halt cool, ne? Okay, hier ist eine Treppe.
Wo führt die hin? Also die Infrastruktur ist schon mal ziemlich gut hier bei uns. Das ist wunderbar. Hier sollten wir eigentlich immer einen Weg irgendwo hinfinden. Wow, 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 wow. Nicht gut. Auch die Tiger wissen die gute Infrastruktur zu schätzen. Ich hau da mal ab, ne? Vielleicht sollte ich doch wieder Pfeile equippen. Wir rennen jetzt einfach mal hier unten den Fluss entlang. Oh, ich habe keine Ahnung, was hier auf uns wartet. Das ist eine Schildkröte. Ich weiß auch nicht, ob wir eher nach oben gucken sollten oder eher hier unten mal abchecken sollten. Hier unten ist halt mordsgefährlich, weil alles fällt hier runter. Hier ist das Alpha-Raptor-Sammelbecken quasi. Wir sollten eher nach oben gucken. Wir gehen jetzt mal hier so ein bisschen spazieren und schauen. Da vorne ist ein Trike. Yeah. Die Wälder sind so cool. Schildkröten. Du, es ist ein Oviraptor. Und, ah, das Trike musste auf den Topf. Okay. Du bist eine Carbondimis. Wir schauen jetzt mal, ob wir vielleicht den Petri da oben sehen können oder so. Dodos. 145er Dodo. Wollen wir Dodos züchten? Können wir uns ja mal vormerken. So. Ich müsste dann auch bald mal eine zweite Armbrust craften. Dass wir eine Attack-Armbrust und eine Gute-Nacht-Armbrust haben quasi. Egal, was der für ein Level hat. Wir versuchen den... Aua! Nein, nein, nein! Kompis! Warum seid ihr denn so aggro? Ich habe euch gar nichts getan. Kompis sind manchmal aggro. Zumindest wenn sie zu mehreren sind. Okay. Jetzt sind sie nicht mehr aggro. So. Jetzt gehen wir mal da hoch und hauen dem Petri so ein Bola an die Füße. Bäm! Und dann pieksen wir den ein paar Mal. Ganz vorsichtig. Oh, das ist ein Level 25er. Deswegen vorsichtig. Und dann haben wir, glaube ich, kein Fleisch für den dabei. Ach doch, von den Kompis. Perfekt. Ah ja, ich habe sowieso Fleisch dabei ohne Ende. Dem geben wir gleich so ein bisschen was. Gut, das ist ein Level 12, aber er kann fliegen. Das ist das Wichtigste, ne? Müssen wir ein bisschen Gewicht leveln, dass der fliegen kann. Sonst kann er nur alleine fliegen, ohne uns. Yeah. Das ist ein riesen Upgrade, auch wenn es nicht so aussieht. Aber der kann fliegen. Und das ist gut. Das ist quasi unser Helikopter hier in Ark. Okay. Warten wir mal kurz, bis der aufwacht. Das müsste eigentlich relativ schnell gehen. Den will ich eigentlich nicht liegen lassen. Das wäre fahrlässig. Oh, wir müssen was trinken. Gut, dass es hier kein Wasser gibt. Oh, hier ist so eine schöne Höhle. Okay. Dann müssen wir doch nochmal runter und Wasser holen. Ich steck fest. Hier oben in den Bergen gibt es ja dann wieder kein Wasser. Ein Dodo. Dodo. Ist das eine Sackgasse? Ich glaube fast, das ist eh eine Sackgasse hier, ne? Da geht's wieder runter und hier könnten wir die Felsen hochklettern. Ginge bestimmt auch, aber es gibt ja auch einen Weg hoch, ne? Dann nehmen wir lieber den Weg bei der Katze, wenn die uns durchlässt. Müssen wir vorsichtig fragen, ob die uns da vorbeilässt. Aber eigentlich ist es schon ziemlich entspannt hier bei uns. Petri, steh jetzt auf! Wie lange willst du noch schlafen? Was ist denn mit dir? Level 25, der braucht wahrscheinlich noch Narkotics, aber wir haben welche dabei. Wir haben Narkotics dabei, 43, sollte reichen. Und wer vom Hesperonis, haben wir ja sogar so Organic Polymer bekommen, ne? Wir müssen irgendwie so ein paar Beeren essen oder was? Bevor ich hier wieder verdurste. Wir kennen das ja. So. Geht's erstmal wieder, bis wir wieder unten sind. Da oben ist diese Treppe, oder? Gut. Wir bringen dann erstmal den Petri nach Hause. Wir können eigentlich auch direkt Pteranodon Sattel Leder. Wir brauchen Leder. Okay, wir holen uns so ein Dodo. Wir häuten noch zwei Dodos und bauen dann einen Sattel aus denen. Und dann könnten wir theoretisch nach Hause fliegen, aber wir... Bam! Petri! Name your Petri. Moment. Was bist denn du für ein Tier? Du bist ein... Du bist ein Männchen, ne? Wie nennen wir den denn?
Der braucht ja auch einen guten Namen, ne? Jeder bei uns braucht einen Namen. Wie wär's denn mit... Ich hab da eine Idee. F7? Jetstream? Wie wär's? Bam. Unsere Single-Engine, fleischbetriebener, was auch immer, Flieger. Segelflieger. Du kommst jetzt mit. Und wir stellen direkt mal auf Passiv. Und jetzt holen wir uns kurz so ein Dodo. Das da vorne. Das sieht aus, als hätte es viel Leder. Oder? Vogelleder. Mit vielen Federn. Das ist ein 130er. Okay. Das hatte ein bisschen Leder. Ich weiß nicht, ob es reicht. Mal gucken. Tero? Reicht. Ich muss nämlich mal fix den Sattel her. Und dann gucken wir mal, ob uns der F7 hier tragen kann. Der kann ja schon mal landen, theoretisch. Zeig mal, wie du landest. Na, 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 na. Das war knapp. So, nicht abhauen. Du kriegst einen Sattel. Und dann leveln wir direkt so ein bisschen Gewicht. Damit du überhaupt fliegen kannst. 158. Klappt gerade so. Geht's dir gut? Alles cool? Hast du noch was zu essen? Jawohl. Auf geht's. Immer gucken, dass die genug Sprit an Bord haben. Nicht, dass die dann irgendwann mit uns abstürzen. Ah ja, wir müssen jetzt auch wieder auf Stamina gucken. Low-Level-Jets, die sind immer so ein bisschen problematisch. Die brauchen öfter mal so eine Pause zum Motor abkühlen. Yeah, jetzt können wir sogar gucken, wo die Alpha-Raptoren sind, ohne gefressen zu werden. Und wir könnten Dodo mit nach Hause nehmen. Nee, können wir nicht. Wir haben ja zu wenig Stamina dafür, oder? Da sind die Morphodons. Wo sind denn die Alpha-Raptoren? Ich sehe gar keine. Ist mal so ein bisschen was. Und level mal so ein bisschen Gewicht noch als erstes. Das ist das Wichtigste. Dann gucken wir mal hier runter. Ah ja, hier unten war der T-Rex unterwegs. Der ist aber gerade nicht zu Hause. Und unsere Dodos leben noch. Momentan. Alle drei. Dann gehen wir hier mal kurz runter. Und dann fliegen wir die nach Hause, oder? Wie sieht's aus? Kurz. Ach ja, wir müssten was trinken, theoretisch. Ich trinke mal schnell was. Oh, das ist so gefährlich hier. Einmal hier hoch und komm mit nach Hause. Einen haben wir. Bert. Bert kommt mit. Ja, easy. So können wir die gut tragen. Gucken wir mal, was die da unten machen. Da ist keiner mehr. Hier gibt's Metall. Also wenn hier keine Alpha-Raptoren mehr sind, dann können wir uns das Metall mal angeln. Ne? Oh, da sind noch welche. Da sind zwei Alpha-Raptoren, glaube ich. Gut, dann heben wir uns das Metall noch so ein bisschen auf und gucken erstmal, dass wir es woanders herholen, wo es vielleicht nicht ganz so gefährlich ist. Unseren Bär, den schmeißen wir hier ab und dann hole ich noch die anderen beiden. Und dann starten wir nochmal auf Erkundung, oder? Das ist schon mal mega cool. Jetzt haben wir den ersten Flieger. Und Stamina reicht genau aus, um einmal nach Hause zu fliegen mit so einem Dodo. Perfekt. Oh no, wir haben ein Problem. Ein Eindringling auf unserer Zugangstreppe. Um den müssen wir uns kümmern. Wir haben ja noch ein paar Bolas, ne? So, bleib mal hier stehen. F7. So, Bolas raus, das erste Bola. Und dann fangen wir schon mal an zu schwingen, ne? Da ist er! Das ist kein Alpha, das ist gut. So, was bist du denn? Du bist Level 100er. Den legen wir schlafen. Schlaf jetzt. Schlaf jetzt. Oh, oh. Der ist verwundet. Unconscious. Okay. Gib die Pfeile wieder her. Ich brauche die noch. Du hast bestimmt noch Freunde. So. Ich glaube, wir haben alle wieder. Okay. Du kriegst was zu... Oh, das ist der Alpha. Den gesehen. Nein, die Alphas sind auch wieder da. Da sind zwei Alpha-Raptoren. Nicht cool. Überhaupt nicht cool. Aber wenn die beide hier sind, ich glaube, es gibt nur zwei, dann könnten wir jetzt die Gelegenheit nutzen und uns hier rausschleichen. Also ich kann die nur wieder weglocken und dabei draufgehen.
Das ist das Einzige, was wir gegen die machen können aktuell. Aber hier gibt es ziemlich viel Metall. Das ist super cool. Also wir haben Metall direkt vor der Haustür. Wenn man so einen Petri hat, dann weiß man auch gleich Bescheid. Der ist besser als jedes Satellitenbild. Einmal drüber fliegen und wir wissen genau, wo es hier was zu holen gibt. Und das nehmen wir jetzt alles mit. Kristall haben wir noch nicht gefunden. Da müssen wir vielleicht dann doch mal in die Höhle gucken. Ne? Aber Metall ist schon mal super gut. Dann stellen wir uns das erste Mal so eine zweite Armbrust her. Eine Kampfarmbrust und eine Schlafarmbrust. So, das Ding da unten nehmen wir auch noch mit. Aber wir können ja noch was tragen, ne? Da geht noch ein bisschen mehr. So, das war erfolgreich. Schmeißen wir erstmal schön das Metall hier rein. So, und das können wir eigentlich dann auch so ein bisschen kochen. Und dann gehen wir mal hier rüber. Oh, da steht ein Raptor. Yeah. 149 rausgekommen. Ist ein Weibchen. Und die müssen wir jetzt erstmal in Sicherheit bringen, glaube ich, ne? Und einen Namen brauchst du natürlich auch. Options. Und Change Name. Wie wär's denn mit Kelly? Kralle. Falsch. Ist immer schwer zu schreiben, wenn man ein Mikrofon vor der Nase hat. Und dann brauchen wir noch einen Sattel für sie. Du kommst mit. Irgendwo hier hinter, wo es safe ist. Oder safer als da draußen. Dann müssen wir die alle auf Passiv stellen, ne? So. Chillt mal. Jungs und Mädels. Haben wir überhaupt irgendeinen Jungen? Ich glaube, der. Ja, der Petri, ne? So. Und dann. Kriegst du jetzt noch einen Sattel? Können wir den so craften? Raptor? Raptor-Sattel? Jawohl. Wir brauchen Hide. Wer hat denn Hide? Wir müssen mehr Leder sammeln. Ne? Wir haben ein bisschen wenig Leder, habe ich das Gefühl. Da können wir dann den Raptor verwenden. Mit Kelly so ein bisschen Leder farmen. Das ist bestimmt gut. Schauen wir mal hier im Tisch. Haben wir da noch Leder? Jawohl. Nehmen wir mal alles mit. Und meint ihr, wir sind schon bereit, mal in die Höhle zu gucken? Raptor-Sattel. Wir können ja mit Kelly mal in die Höhle schauen, oder? Holly wäre wahrscheinlich ein bisschen besser. Die kann auch was tragen. Ich lasse mal den ganzen Stein noch hier. Wir haben ja auch unendlich viel Stein gesammelt. Und das Holz lasse ich auch mal hier. Das ist recht schwer. Das muss in den Kühlschrank. Also wir brauchen auch bald einen Kühlschrank. Wir müssen unbedingt mal an der Basis bauen. Das ist wichtig. Aber es gibt irgendwie zu viel spannendere Sachen zu tun gerade. Wir nehmen jetzt einfach mal Kelly Kralle mit Sattel und leveln so ein bisschen Hitpoints. Ja, wir brauchen ein bisschen Hitpoints. Was zu essen hast du ja? Gewichtstechnisch, ja. Nicht so doll. Müssen wir vielleicht dann. Oh, wir könnten noch eine Rüstung herstellen mal kurz, ne? Das wäre vielleicht nicht doof. Und dann gehen wir mal mit Kelly Kralle da rein. Oh, oh. Das ist Guten Mittag Musik, glaube ich. Alles gut. Alles gut. Jetzt mal fix eine Rüstung herstellen. Oh yeah, ich habe mich für euch mal in hautenges Leder gezwängt. Mit, so Federschmuck natürlich. Man könnte meinen, wir wären im falschen Film. Ich habe mal noch eine Armbrust hergestellt. Das heißt, wir haben jetzt auch eine Kampfarmbrust quasi. Und können uns dann so ein bisschen besser verteidigen. Und die hält dann hoffentlich länger. Mal gucken. Die andere ist ja auch schon wieder angeschlagen. Und wir haben jetzt einen Kampfraptor, ne? Das heißt, wir können den Lystro hier gleich mal zu Leder verarbeiten. Das ist ein Level 90er, das geht. Den essen wir jetzt. Können wir so ein bisschen hochleveln. So. Oh, Hide. Genau das, was wir brauchen. Wir brauchen viel Hide. Und ein bisschen was zu essen wäre auch nicht verkehrt. Yeah, aber da sind halt viele Fledermäuse, ne? Aus dem Weg, hier kommt Kelly Kralle. So eine Fledermaus schaffen wir doch easy. Was ist das da unten? Das sind Spinnen. Okay, das wird ein bisschen unentspannter hier, je länger wir hier unterwegs sind. Die Spinnen fallen aber, glaube ich, in die Lava runter. Das ist uns egal. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht in die Lava fallen. Dann ist alles gut. Wahrscheinlich gibt es ja aber Tausendfüßler, ne? Die spucken mich einmal an und dann ist die enge Ledersuit auch nur noch, Lederfetzen und unnütz, ne? Da ist eine Rune. Die nehmen wir mit. Geht das so? Jawohl. Wir haben jetzt noch eine Rune. Die ist verschwunden. Yeah.
Was ist denn das hier? Eine riesige Kristallformation. Oh! Wir müssen uns entscheiden. Geradeaus oder rechts? Gehen wir mal geradeaus. So. Stamina ist eigentlich echt gut, ne? Wir könnten noch so ein bisschen in Hitpoints gehen, aber das müssen wir eh erstmal dann nachregen, ne? Gehen wir mal. Ja, machen wir mal so. Bisschen Gewicht vielleicht. Milli-Damage? Go, go! Gehen wir mal so auf 500? Movement Speed? Okay, das reicht erstmal, oder? Noch ein bisschen Milli-Damage? Da haben wir noch ein paar Levels, ne? So. Dann müssen wir später noch ein bisschen in Hitpoints gehen. Go, Kelly! Wir haben jetzt einen Dingster-Buff. Jetzt können wir richtig schön hochleveln. So ein Explorer-Note-Buff, ne? Der hält jetzt 500 Sekunden. Wow. Das ist cool hier. Oh. Das Wasser. Und Fledermaus. Ziemlich viele Onyx. Hier gibt's Metall. Das ist schon mal gut. Das könnten wir einsacken, wenn Kelly ein bisschen mehr tragen könnte. Das können wir schon mal vormerken, dass es hier sowas gibt. Und vielleicht nehmen wir einfach mal so eine Art Fackel raus, dass wir ein bisschen was sehen können. Oh, oh, Action. Willst du gefressen werden? Willst du dich mit Kelly Kralle anlegen? Oh, oh. Die machen irgendwie ziemlich viel Aua, oder? Täuscht es. Die machen echt viel Aua. Das ist nicht gut. Mit denen können wir uns nicht anlegen. Da müssen wir einfach weglaufen. Okay, da steht so ein Minenwagen, ne? So ein, wie heißt das? So ein Hund? Heißt das so? Okay, wir hauen ab. Das ist cool hier. Können wir hier so ein bisschen durch die Gegend gucken? Ja, so ein ganz klein wenig, ja. Das ist ja cool. Aua. Das tut irgendwie weh. Ich habe zu viel hochgelevelt. Ja, die Onyx schaffen wir nicht. Kelly muss noch irgendwie ein bisschen leveln. Ich weiß nicht, warum die so... Warum nehmen die so wenig Schaden? Was sind das für Levels? Mach sie weg, Kelly. 25er. Ist doch easy eigentlich. Ach, wir machen die 87, ne? Ist schon alles gut. Wir schaffen die. Easy. Wir haben doch schon gut hochgelevelt. War ein bisschen komisch. So. Dann gehen wir nochmal so ein bisschen in Hell. 3000. Reichen 3000? Ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich brauchen wir noch ein bisschen mehr. Das ist super. Ich sollte eigentlich jetzt die ganze Zeit kämpfen. Aber wir haben halt echt ein bisschen wenig Hitpoints dafür. Jetzt ist halt der Zeitpunkt zum Hochleveln, ne? Solange wir den Buff haben. Wir wissen, hier gibt es Metall. Da können wir also mal wiederkommen. Ich pack mal die Fackel wieder weg. Oh, das sieht so cool aus hier. Vielleicht nehmen wir die Fackel doch raus. Und da vorne? Lass mal gucken, was es da noch so gibt. Ah, hier ist... Hier geht der Weg weiter. Gibt es hier so Magmasaurier und sowas? Wer weiß. Da gibt es Skorpione auf jeden Fall. Und... Oh, oh. Nicht gut. Gar nicht gut. Ich bin gewappt. Ich will da nicht runterfallen. Das ist das Wichtigste. Nicht fallen. 140er. Ich bin immer noch gewappt. Die wappen mich alle. Hau ab. Lauf, lauf, lauf. Lauf in dein Leben. Schaffen wir die? Vielleicht schaffen wir sie auch, ne? Ich komme da nicht hoch. Was soll das denn? Wir schaffen die, oder? Der Skorpion ist nur 55. Den schaffen wir. Vielleicht. Mit ein bisschen Glück. Wir brauchen immer Glück. Oh, oh. Easy. 145er. Bam, bam. Jetzt haben wir ein bisschen Chitin. Wunderschön. Also hier drin können wir Chitin farmen. Hier können wir... schmieden. Was zum Teufel? Kelly macht keinen Blödsinn. Hier ist überall Lava. Bleibt da stehen. Keine Ahnung, was das ist. Das ist der heilige Amboss. Hier können wir unseren Hammer schmieden. Aber nicht jetzt. Müssen wir erst das Rezept finden oder so. Das ist ja cool. Es gibt keinen Kristall. Das ist nicht so cool. Es geht ja noch runter ins Wasser. Das heißt, wir müssten da einmal das Wasser untersuchen. Wie sieht es denn eigentlich aus, Hitpoints technisch? Oh, wir haben unter 1000. Okay. Wir haben aber genug zu essen. Ich glaube, wir gehen wieder raus. Das war schon mal schön zum Gucken. Es ist gefährlich mit der Lava. Also wir müssen echt aufpassen. Wenn wir da runterfallen, ist alles weg, was wir hatten. Und es gibt keinen Kristall. Das ist nicht so cool. Das heißt, wir müssen irgendwo anders nach Kristall suchen. Sieht aus, als wäre das Kristall, ne?
Aber selbst wenn das Kristall wäre, dann würde ich das jetzt nicht holen wollen da drüben. Also, ich weiß auch nicht. Wie warm ist es denn hier drin? Nein, das ist eine Spinne. Hier drin haben wir jetzt 25 Grad, also das ist eigentlich ganz entspannend. Ich muss mal die Spinne fix wegmachen, bevor wir da durchlaufen. Die gefällt mir nicht so gut. War das drüber? Gibt's hier Arrow Drop oder sowas? Es gibt nicht mal Hitmarker, oder? Ach doch. Es gibt beides. So. Dann laufen wir mal langsam rückwärts. Bam, bam. 140er, was ist denn los? Okay. Dann holen wir uns noch unsere Pfeile zurück. Wir sind ja sparsam. Essen das Ding. Dann geht's zurück hier raus. Das ist echt schön, dass wir sowas hier direkt an der Basis haben. Was nicht so schön ist, ist, dass so viele Onyx hier drin spawnen. Da ist auch so ein Kristallzeug. Das könnten wir ein bisschen testen, ob man das abbauen kann. Aber nicht jetzt. Wir sind zu sehr angeschlagen. Wir wollen jetzt raus. Wir haben gut hochgelevelt. Wir wissen jetzt, dass es da drin Metall gibt. Und auch noch so ein bisschen was zu erkunden. Was es dann letztendlich noch alles zu holen gibt, müssen wir rausfinden. Ob sich das wirklich lohnt in der Höhle da. Mal schauen. Aber auf jeden Fall total schön da drin. Eine schöne Base-Location. Wenn auch ein bisschen gefährlich mit der Lava. So, da sind wir wieder. Wir haben Jetstream gezähmt. Wir haben Kelly Kralle. Und wir sind wieder so ein bisschen schlauer. Außerdem haben wir jetzt eine richtig schöne hautenge Ledersuit. Das ist auch immer gut. Die könnte uns ja vielleicht vor irgendwas schützen. Weiß nicht, vor Mückenstichen oder so. Vielleicht, mit ein bisschen Glück. Und dann können wir uns ja als nächstes mal so eine schöne Platte schmieden oder so, ne? Und ein Schwert und ein Schild. Dass wir so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, Dino-Tiost oder was auch immer spielen können. Mit so einer schönen Lanze. Ja, wir arbeiten uns so langsam vor. Und als nächstes müssen wir aber unbedingt mal so ein bisschen in der Basis hier bauen, dass da was vorangeht. Wir haben immer noch nichts stehen hier. Und wir haben ziemlich viel, was wir mal irgendwo hinstellen müssten. Zum Beispiel einen Kühlschrank und sowas. Dass wir da auch ein bisschen vorankommen. Und ich habe richtig Lust drauf zu bauen, weil wir so schöne Baumods dabei haben. Da freue ich mich echt drauf. Für heute müssen wir leider schon wieder Schluss machen. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Unser Neustart geht gut voran hier auf Ark Fjordur. Weiter geht's dann in der nächsten Folge. Macht's gut und bis dann. Sag tschüss, Kelly. Oder grinst einfach breit, das ist auch gut.